Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's ein Video zum Thema Ostern und zwar habe ich für euch ganz, ganz, ganz putzige Osterhasen-Muffins. Bevor wir mit den Muffins loslegen, müsst ihr den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Dann kommt es zu den Zutaten. Ihr braucht für den Muffin 150 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Backpulver, 150 Gramm weiche Butter, 130 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Eier, 50 Gramm Kokosraspel, 1 Esslöffel Kokossirup, der muss nicht sein. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich gerne die Sirups benutze, so wird der Kokosgeschmack ein bisschen intensiver. Ihr müsst ihn nicht nehmen. Und 3 Esslöffel Milch. Dann brauchen wir eine Buttercreme und dafür brauchen wir 200 Gramm kalte Butter und 160 Gramm Puderzucker. Und dann zum Verzieren noch ein paar Kokosraspeln, so solche rosa Zuckerperlen oder ihr könnt auch, was weiß ich, kleine Smarties nehmen. Marshmallows, die großen. Ich habe eine Schokoschrift genommen von Dr. Oetker und die Zuckeraugen. Dann legen wir mal los. Zur Vorbereitung mischen wir das Backpulver mit dem Mehl. Als erstes schlagen wir die Butter mit dem Zucker auf. Ist alles gut vermengt, kommen dann nach und nach die Eier dazu. Dann geben wir die Milch dazu, die 3 Esslöffel. Dann kommt der Sirup, das ist jetzt hier die Marke Bar-Sirup, glaube ich, heißen die. Gibt es auch beim Edeka. So einen guten Esslöffel. Und die Kokosraspeln noch dazu geben. Und das wird alles gut vermengt. Zu guter Letzt geben wir dann das Mehl mit dem Backpulver dazu und verrühren es langsam. Nicht so wie ich, das gleich überschwappt auf volle Pulle. Also schön langsam. So soll es dann ausschauen. Also eine schöne cremige Masse. Dann brauchen wir ein Muffinblech mit 12 Papierförmchen. Zum Portionieren nehme ich immer sehr, sehr gern diesen Eisportionierer. Mein Gott, jetzt wird mir das Wort beinahe nicht eingefallen. Und dann kommt jeweils eine Kugel in einen Muffin. Die Muffins werden dann so gute 20 Minuten gebacken. Nach dem Backen kurz in der Form auskühlen lassen und dann auf einem Kuchengitter komplett auskühlen lassen. Jetzt geht's an die Buttercreme. Dazu geben wir die Butter in eine Schüssel. Also das weiß ich, da bei mir ist Puderzucker. Da war Puderzucker vorher drin, dann habe ich wieder rausgeschüttet. Und die Butter schlagen wir auf, bis sie schön cremig ist. Und dann geben wir nach und nach den Puderzucker dazu. Und das wird alles so lange verrührt, bis eine richtig schöne, auch cremige Masse entsteht. Die Buttercreme stellen wir dann zur Seite, entweder in den Kühlschrank. Wenn ihr sie in den Kühlschrank stellt, dann müsst ihr sie, bevor ihr sie benutzt, ungefähr eine halbe Stunde vorher rausnehmen, weil sonst ist die Butter zu hart und ihr könnt das nicht gescheit verstreichen. Dann geht es an die Häschenohren. Und zwar habe ich da einen großen Marshmallow genommen, den habe ich halbiert und die Hälfte habe ich nochmal halbiert und dann entsteht da so ein total schönes Muster, das so das Innenohr darstellen kann. Und das war es dann auch schon mit den Ohren. Und jetzt zeige ich euch im Schnelldurchlauf dann die Zusammenstellung. Also das kann man unheimlich gut mit Kindern machen. Also die haben da ganz, ganz große Freude dran. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Osterfest und einen fleißigen Osterhasen. Tschüss!